Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ich freue mich wieder da zu sein mit euch zusammen und heute kommen leider nicht so viele aus dem Ödland zurück. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich nicht so viel leisten, dass wir alle wiederbeleben können. Deswegen werden wir höchstwahrscheinlich heute dafür sorgen, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Und mit diesem Geld unsere Ödländer wiederbeleben. Genau, das sind die... Wieso ist keiner zurückgekehrt? Ich dachte, es kommen... Ach da, ich wollte schon sagen. Ein paar sind zurückgekehrt, das ist wunderschön. Sammeln wir erstmal alles ein. Wir haben ein bisschen Nahrungsprobleme. Das dürften wir aber irgendwie bewältigt kriegen. Ja, ich denke mal, die nächsten Tage werden wir ziemlich ins Minus rutschen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ansonsten teilen wir da ein bisschen Guzzi ein, der wird das schon hinkriegen. Wegen dem Scheiß habe ich mir was überlegt, das kommt ja weg. Wir haben 3000 Kronkorken. Wenn wir jetzt die anderen zurückschicken, könnten wir bei 10.000 sein und die anderen wenigstens wiederbeleben. Schauen wir mal noch, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und es leckt ein bisschen bei mir. Also auf dem Tablet, nicht in der Aufnahme. Finde ich ein bisschen faszinierend. Aber ich höre seltsame Störgeräusche. Das liegt daran, dass meine Internetverbindung derzeit ein bisschen scheiße ist. Aber das wisst ihr ja schon, ne? Die Techniker von Otto haben angerufen und mir gesagt, dass es daran liegt, dass mein Volumen verbraucht ist. Diese dreckigen Asolanten-Lieblinge. Ja. Ich hasse. Also ich nichts gegen den Support. Der Support ist vollkommen nett. Total in Ordnung. Aber es ist halt diese Firma. Diese Firma, die wirklich sich darauf bezieht, dass sie unbedingt Volumen braucht. Und das zu Hause. Das ist Schwachsinn, Freunde. Das ist ganz ehrlich Schwachsinn. Volumen gehört da einfach nicht in die Internetverbindung rein. Das ist einfach Kacke. Ganz ehrlich. Eigentlich sollten wir alle auf die Straße gehen und direkt vor O2 Stress machen. Weil ganz ehrlich, es ist natürlich immer möglich, dass irgendeine andere Firma denkt, jo, O2 kriegt das ja gut gebacken, machen wir das auch so. Das Ding ist, oh, da kommt noch jemand zurück. T-Online, beziehungsweise ja, T-Online kann das nicht machen, weil es denen verboten wurde. Aber O2 wurde sich verboten, das ist das Große daran. Wie kann das sein, dass es T-Online verboten wird, aber O2 darf das machen? Das sind Dinge, die ich nicht begreife. Da müssen wir echt mal irgendwie Stress machen. Also ich werde auf jeden Fall boykottieren und beim nächsten kleinsten Fehler werde ich höchstwahrscheinlich kündigen und mich auf den Vertrag beziehen. So, dass ich aus der Nummer draußen bin. Oh, das wird auf jeden Fall ein Highlight sein. Und solltet ihr bei O2 sein, Freunde, wechselt. Wechselt einfach. Ich kann es euch nur empfehlen, denn wenn wir das Ganze jetzt noch supporten, dass die halt Volumen reinstecken in die Internet, dann werden das irgendwann die anderen Anbieter auch machen. Und das ist scheiße. Ich meine, wir bewegen uns in die Zukunft. In der Zukunft ist Internet immer wichtiger, wird Internet immer wichtiger und immer wichtiger. Irgendwann gibt es einfach so große... Achso, Jason läuft noch so. Irgendwann haben wir so eine riesigen Dateien, dass so ein Volumen quasi uns komplett lahmlegt. Den Arbeitsalltag lahmlegt, alles. Und vor allem, wenn man dann kein Volumen haben möchte, muss man glatt einen 50er drauflegen. Was soll denn das? Noch mehr zahlen, um freies Volumen zu haben, das ist doch echt. Also ich werde mich davon abschieden von O2. Ich werde höchstwahrscheinlich zu T-Online gehen, weil die das ja nicht dürfen. Haha, ist zwar ein bisschen teurer, aber ganz ehrlich, ich habe lieber so viel Internet, wie ich möchte, anstatt irgendwie kastriertes Internet zu bekommen. 19.000, wunderschön. Dann würde ich sagen, beleben wir auf jeden Fall erstmal die Toten wieder, falls es Toten gibt. Ich meine, wir sind jetzt knapp 12 Stunden nach dem Stream. Ein paar Tote haben wir. Das ist gut. Wobei, alte Ear Pride läuft natürlich logischerweise. Reanimieren wir erstmal den Hiromoto. So, dann gucken wir weiter. Wir gehen mal direkt hier hin. Alter, ihr Pride läuft seit einem Tag und 21 Stunden und noch 10 Stimpacks. Respekt. Jason braucht noch 46 Minuten, das kriegen wir leider nicht hin. Hätte ich das gewusst, hätte ich ein bisschen gewartet mit dem Anfang der Folge, aber gut. Z-Lord braucht noch 52 Minuten. Ey, hätte ich eine Stunde später aufgenommen, Freunde. Ey, das wäre so geil. Hätten wir so viel Geld gehabt. Aber nein. Habe ich natürlich nicht. Spomi, mein Freund, komm zurück. 28, Mist. Okay, das dauert noch ein bisschen. Und wir haben ein krasses Delay. Einen krassen Delay. Krass. Krass. Ja gut, den behalten wir mal am Leben. Den behalten wir mal tot. Jason läuft noch ein bisschen. Hiromoto, 9 Stunden.
Achso, den haben wir gerade zurückgeschickt. Tevin Tyrone läuft auch nochmal ein bisschen. Bobo Beutling. Ja, der läuft auch noch. Chuck Norris sowieso. Die haben alle noch so viel Zeit. Die werden wir morgen erst wiederbeleben können. Jawohl, selbstverständlich auch. Ich glaube, alle, die jetzt noch kommen, die werden noch laufen. Außer Kakashi Zero, weil er Level 13 ist. Okay. Ich bekomme, Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ich bekomme circa eine Sekunde später die Ereignisse zu sehen und es leckt tierisch. Ich hasse Otto. Ich hasse sie. Naja, man macht halt Fehler, Freunde. Wieso seid ihr nicht geheilt? Was ist denn los mit euch? Seid ihr geheilt? Auch nicht. Heilen wir die mal, weil die Todeskrallen werden da hundertprozentig durchlaufen. So, gucken wir mal. Dass sie nicht sterben, ne? Hey, Mr. Woodsy? Passen wir die auf jeden Fall nochmal ein. Und da sie gleich zurückkommen werden, machen wir das mal so. Oh Gott, euch habe ich vergessen. Nein! Immerhin habe ich Bitch Please gerettet. Alles gut. Bitch Please habe ich gerettet. Ich habe vergessen, dass die Leute da drin sind. Ja, okay, eine tot, macht nichts. Die klauen dir Nahrung. Die Todeskrallen klauen Nahrung. Das ist ja bitter. Wie viel Leben die verlieren auf einmal, ne? Eine Todeskralle weniger. Wer bist du? Ach genau. Unser Enkelkind. Da habe ich eine Idee. Da habe ich eine Idee. Das bringt die dreckige Todeskralle um. Und jetzt haben wir, wie viel Leben die abzieht. Das ist nicht mehr normal. 600. Oh. Okay, wir müssen Zufriedenheit sammeln, das ist schon mal eine Sache. Tempo-Modus müssen wir irgendwie hinkriegen, die nächsten Tage möchte ich es auf jeden Fall drin haben. Und Spezial müssen wir erhöhen. Leider haben wir derzeit nicht so viele Spezialräume, deswegen geht das leider nicht. Leider Gottes. Übrigens, für alle, die den Masterplan gerne haben möchten, ab heute steht er zum Download verfügbar. Unten in der Beschreibung, einfach nachgucken, da steht Masterplan. Draufklicken auf den Link, runterladen und euch einen Keks freuen. Ich habe das gestern Abend noch nach dem Stream bearbeitet. So, wir haben 16.000 Kronkorken und dieses Symbol ist ein bisschen verbuggt. Jetzt ist es wieder richtig. So, ich kann die rechte obere Seite gar nicht sehen, weil mein Mikrofon im Weg ist. Ich könnte es eigentlich ein bisschen höher stellen, ne? Das war jetzt ein bisschen scheiße. Mein Gegengewicht ist gerade runtergefallen. Kleinen Moment. Mein Mikrofon ist ziemlich lang eingestellt. Deswegen brauche ich ein Gegengewicht. Schon besser, ich erkenne jetzt mehr. So, ihr erkennt zwar jetzt ein bisschen weniger von meinem Gesicht, glaube ich, weil ein bisschen voller Schatten ist, aber egal. Damit können wir leben, oder? Damit können wir bestimmt leben. Dann seht ihr nicht so viel von meiner hässlichen Fratze. So, Nahrung. Wir müssen die Mr. Handys dahin packen. Der ist sowieso fast tot. So, da kannst du gerne sammeln und du... Du sammelst bitte den unteren Raum ein. So. Ihr könnt natürlich den Masterplan verändern, wie ihr wollt. Das ist ja gar kein Problem. Habe ich auch keinen Stress mit. Ist kein Copyright drauf. So viel kann ich euch sagen. So, wir brauchen hier Baracken. Haben wir alle wiederbelebt, die tot sind? Haben wir, ne? Status. Ich glaube, die Toten müssten... Ah ne, die sind zwischendurch drin, ne? Ach, du hast auf jeden Fall schon mal eine Rüstung gefunden. Tschüss. Schon mal ein paar Leute weniger, die wir ernähren müssen. Tod. Tschüss. So, und Kuhn wollte irgendwie, ich glaube, du wolltest Intelligenz, oder Kuhn? Nee, Kuhn war falsch ausgesprochen. Wie hat man dich nochmal ausgesprochen? Kleinen Moment. Soon. Soon wollte ja, glaube ich, Intelligenz trainieren. Ich weiß nicht, wir haben derzeit nicht die Einrichtung dafür, ne? Wir haben derzeit leider nicht die Einrichtung dafür, du wirst später Intelligenz trainieren können. Ich werde nochmal gucken, ob es wirklich Intelligenz war. Und... Baracken wollten wir bauen, ne? Bauen wir erstmal Baracken. Wir haben jetzt alle erstmal wiederbelebt. Haben wir derzeit keinen Stress. So. So. Und so. Dann bauen wir hier noch eine Baracke hin. Da muss ja sowieso eine Baracke hin. Und dann rüsten wir das Ganze mal auf.
Och, keine Kronkorken mehr. Ich hab gedacht, wir haben noch 10.000. Habe ich mich wohl ein bisschen verguckt. Naja, egal. Das heißt, somit können wir bestimmt diese Dinger hier löschen, ne? Das heißt, ihr bewegt euch mal in diesen leeren Raum so lange. Wobei, es... Nein, 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 nein. Ihr bleibt mal da. Bleibt mal da, Dude. Bleibt mal ruhig da. Wir schicken nämlich zwei von denen nach oben. Und ihr geht mal in die neuen Räume runter. So, neue Räumlichkeiten für euch. Vielleicht können wir den oberen Raum sogar auch löschen. Das wäre richtig cool. Das würde auf jeden Fall sehr viel sparen. Und tschüss, Raum. Und tschüss, Raum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Frage ist, können wir den auch noch löschen? Wie viel haben wir jetzt? Den können wir 100%ig löschen. Gut, dann schicken wir die auch nochmal runter. Haben wir den nächsten Raum, sind wir schon mal los. Das ist perfekt. Ich weiß noch nicht, ob wir die Elektrizitätswerke schon löschen können. Es wäre ein bisschen drastisch, wenn es nicht gehen würde. Weil wir dann kein Geld haben. So, aber ich denke mal, eins von den beiden können wir definitiv löschen. Das Schlechtere werden wir löschen. So, wieso seid ihr so viele? Hä? Ich schicke euch die ganze Zeit schon runter. Und es werden immer mehr. Die vermehren sich doch, während ich nicht weggucke, oder? Oh. Stimmt, den können wir auch löschen, ne? Das lassen wir erstmal. Der stört ja momentan noch nicht. Wir löschen erstmal den hier. Nachher können wir den hier nicht löschen, hier oben, weil wir den unten gelöscht haben. Das wäre dann ein bisschen tragisch. So, weg mit euch. Ganz ehrlich, da sammeln die sich echt an. So, Raum ist befreit. Guckt euch das an, wie klar das hier ist. Wie es immer klarer wird. Ja, können wir den jetzt auch löschen? Das wäre awesome. Ha! Ich wusste es! Ich lass mich nicht verarschen. Jungs, ich lass mich nicht verarschen. So, das Ding ist nur, die Elektrizitätswerke, die wir bauen möchten, kosten verdammt viel. Und der hier ist auch noch nicht mehr ausgebildet. Jo, Atomkraftwerke brauchen wir, ne? Bist du ein Atomkraftwerk? Superreaktor? Atomreaktor. Ich glaube, aus dem Atomreaktor wird ein Superreaktor. Das heißt, wir werden den hier mal evakuieren, löschen und einen neuen aufbauen. Wenn wir es uns denn leisten können, ich weiß es nicht. Aber einen können wir definitiv löschen. Ich meine, guckt euch das an. Ihr mega Vorrat. Der bleibt auch erstmal bestehen. So. Ich werde übrigens demnächst auch neue Mr.-Handys holen. Diese werden wir auch nochmal benennen. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen werden, weil ihr wollt ja Einwohner werden, nicht Mr.-Handys. Mal gucken. Ich denke mal, wenn es soweit ist. Ups, das war ein Fehler. Werde ich wohl ankündigen, dass wir Namen für die Mr.-Handys brauchen. Dann könnt ihr euch zur Verfügung stellen, egal ob ihr in der Vault seid oder nicht. So. Die letzten drei schicken wir mal in eine Wohnung. Für überall Leute stehen, weil ich keinen Platz habe. Ist das bitter. Aber früher oder später, Freunde, ihr werdet sehen, es wird sich definitiv lohnen. Hätten wir von Anfang an so angefangen, wäre das auf jeden Fall viel besser gewesen, aber kann man ja nicht riechen, ne? Kann man nicht riechen. So, der Raum ist evakuiert. Wir löschen ihn, kriegen 3600. Ich denke mal, wir können einen Stromraum aufbauen. Wobei, er müsste billiger geworden sein, ne? Na gut, mit 2100. Ist schon irgendwo noch krass, ne? Ah, einen können wir noch, einen können wir noch. Gut. Sehr schön. Guckt euch das an. Alles frei. Ich glaube, die Wasserdinger können wir auch easy löschen, ne? Die Wasserdinger, die können wir löschen, ganz ehrlich. So. Wir positionieren sie einfach irgendwo jetzt. Können wir später immer noch regeln, ne? Weil Wasser haben wir ja auch genug. So. Das wird ein Spaß, Freunde. Das wird ein Spaß. Die ganzen Leute,
in die richtigen Räume zuzuweisen. 143 Leute in die richtigen Räume zuzuweisen. Und dann stehen draußen ja auch noch mal zwei. Oh je. Huch, was ist los? Wo läuft der hin? So, huch. Ja, klasse. Wow. Gleich mal im Krankenhaus wieder ein bisschen Stress. Kriegen wir wenigstens nochmal ein Level up. So, den können wir natürlich jetzt nicht löschen. Danke für den Angriff, ihr Drecksschweine. Und dann müssen wir so langsam mal die Trainingsräume hier aufbauen, damit ihr trainieren könnt. Wir haben hier schon seit über einer Woche nicht mehr trainiert. Das heißt, uns fehlen schon irgendwo ein paar Punkte. Oh, wieso leuchtet die Stromanzeige? Ist das wegen dem Angriff? Ach du Scheiße! Die Maulwurfsratten haben alle getötet! Fuck. Okay, die sind zum Glück noch recht billig, aber wir brauchen jetzt Geld. Da haben die Maulwurfsratten einfach alles getötet. Ja, wir kriegen jetzt sowieso noch ein bisschen Geld durch den Verkauf von dem hier. Die Maulwurfsratten klauen Strom. Aha. Was ist das denn für eine Logik? Ah, ich hätte das Geld gut gebrauchen können, aber gut. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ich hätte zum Beispiel einen dritten Stromraum bauen können, ne? Ah, hätte ich locker machen können. Aber wir haben hier noch eine Wasseranlage. Dann machen wir die hier einfach weg. So. Kommt ihr erstmal zum Schutz dahin, wisst ihr unsere... Wobei, ein Teil der Spartans müsste doch eigentlich schon wieder gekommen sein, oder? Werden wir gleich mal schauen. Achso, kein Platz mehr. Okay, wo haben wir denn noch Platz? Einfach irgendwo reinstopfen. Was? Ach, der Mr. Handy. Hier lungert noch ein Mr. Handy rum. Ja, coole Nummer, coole Nummer. Dann Mr. Handy, würde ich sagen... Wo brauchen wir dich denn? Ja, geh mal dahin. Wir haben sowieso derzeit Wasserprobleme und Nahrungsprobleme und alles. Und das passt schon. Okay, wir haben immens Wasserprobleme jetzt. Oh mein Gott. Aber wir haben jetzt zum Glück hier eine Wasseranlage, das passt schon. Aber das ist die billige wahrscheinlich, ne? Vielleicht hätten wir doch die teure hinpacken sollen. Ich glaube, wir werden das nochmal ändern später. Später, dass wir dann eine teure hinpacken. Atomreaktor. Also vielleicht, je nachdem, ob wir es brauchen oder nicht, ne? Weil es ist ja unsinnig, Leute irgendwo zu beschäftigen in einem billigen Raum. So, das geht leider nicht, aber wir haben schon mal einen kleinen Bonus bekommen. Alles gut. Es läuft, Freunde, es läuft. So, dann würde ich sagen, teilen wir mal da ein paar Leute zu. Stärke war das, ne? Stärke. Die Frage, sind die Leute jetzt eingeteilt oder sind sie nicht eingeteilt? Keine Ahnung, Rexy Dexy auf jeden Fall nicht. Der ist ja... Oder? War, doch, Rexy Dexy war doch... Der Wachmann, ne? Oh, oh. Oh, oh. Wer hat da telefoniert? Scheiße. Ich muss die Beweise vernichten. Ich muss die Beweise vernichten. Fuck. Fuck, fuck. Oh. Geh dahin, ja. Komm. Aber es. Soon. Es war einer aus der Zero-Dynastie. Und genau das wolltest du doch, oder? Das wolltest du doch, dass ein Zero mit dir telefoniert. Falls du diese Folge siehst, was ich nicht hoffe. Dann kannst du dir sicher sein, du hast mit einem Zero telefoniert. Genau das wolltest du doch. Oh Gott. Ich schneide den Teil raus. Ah. Nein, ich glaube nicht, dass das gut wäre. Es tut mir leid, Soon. Es tut mir wirklich leid. Wenn du willst, kannst du eine unbefleckte Frau haben.
Das kann ich dir anbieten, eine unbefleckte Frau. Ah, nein. Oh. Kann passieren. Kann passieren. Weißt du was, das ist doch dieser billige Elektroraum, ne? Das ist der billige Elektroraum. Komm, der geht weg. Heute machen wir alles möglich. Wir müssen die nur irgendwo platzieren. Am besten sollten wir keine Frauen mehr irgendwo in irgendwelchen Räumen platzieren. So, die Frau wird dann einfach... wo ist denn Platz für dich? Da ist Platz, ne? Da haben wir noch eine Frau. Da ist Platz. Das tut mir so leid. Weißt du was? Ihr könnt mal da hochgehen. Haben wir noch ein bisschen mehr Verteidigung am Start. Das war's, Freunde. Wir haben alles geklärt. Jetzt kommt's nur noch auf den Aufbau an. Wir werden beim Aufbau ein bisschen tricksen. Es würde jetzt zu viel kosten, hier die Fahrstühle hochzutun. Deswegen werden wir hier erstmal einen Raum hinpacken. Und wenn ein Raum hier platziert ist und wir daneben einen Fahrstuhl hinpacken, dann packt er gleichzeitig zwei Fahrstühle hin. Für den Preis von einem. Das heißt, wir werden immer so ein Zweier-Stacks bauen, sodass wir sehr viel Geld sparen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und der Masterplan, Freunde, der Masterplan. Das sieht doch ordentlich aus, ne? Ist doch schön. Das ist doch schön. So schmeckt das. So schmeckt der Sommer. So, ich hoffe, wir haben keine anderen Frauen irgendwo hingepackt. Oh, Rebecca, also wirklich. Willst du damit gerade sagen, dass Lilly nicht gut ist? Okay, Lilly ist nicht gut. Ist okay. So, Lilly, ich habe gesehen, du hast ganz viel E. Deswegen brauchen wir dich hier. So, wir bringen jetzt noch ein paar Ödländer nach draußen. Und dann kümmern wir uns darum, dass die richtigen Leute in die richtigen Stationen kommen, dass wir mehr Ressourcen erhalten. So, da haben wir Bertha. Bertha ist aber gerade erst zurückgekommen und ist ziemlich pissig drauf. Coxero läuft nicht los. Crazy Arty, bitte. Wieso Crazy Arty? Ja, perfekt. Fast schon nahezu draußen. So, 25 für dich und noch mal ein 10er drauf. Das hast du nicht getan. Oh. Was ist nun mit meinem Enkel los? Mein Enkel erweitert die Zero-Dynastie. Und wer war das jetzt schon wieder? Bestimmt auch so eine Abonnentin. Ich weiß es. Ich weiß es. Jemand, der nicht schwanger werden wollte. Ah, das ist die olle Gurke. Okay, das ist... die olle... Okay. Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Wir haben einen Angriff. Was ist das denn passiert? Hä? Das ist ja crazy, oder? Ach, da ist noch einer. Okay, läuft weiter. Und ich sehe gerade, die Folge ist kurz vorm Ende. Wir schicken auf jeden Fall noch die Ödländer los, werden noch ein paar Tempomodus machen. Weil ich möchte auch ein bisschen was reißen heute. Ich will, weil wenn wir heute nichts reißen, wird morgen nichts reinkommen. Oder beziehungsweise in den nächsten Tagen. Aber ich bin schon mal sehr glücklich, dass wir unsere alte Vault komplett abgerissen haben und die neue Vault quasi schon steht. Passt. So, Ödländer, wen haben wir hier noch? Aber wir wollten die alte Olle Gurke umlegen, ne? Umlegen, woanders hinpacken. So, Olle Gurke, wo willst du hin? Was hast du denn so Schönes drauf? Das hast du nicht drauf. Das auch nicht. Was hat sie denn drauf? Was kann sie so Schönes? Hm.
Muss sie irgendwo hinpacken, wo sie in Sicherheit ist. Ja, geh erstmal da. Achso, sie ist sowieso eine Stärke, Fuzzi. Alles gut. So. Tut mir wirklich leid zu. Wir können dich umbenennen. Du kannst gerne eine Intelligenzbestie sein oder du kannst sogar im Garten arbeiten, wenn du willst. Wenn du den Charakter nicht haben willst. Aber ich packe erstmal meine Maus hin. Weg. So. Leute rausschicken. Ganz wichtig, Leute rausschicken. Der Wehr-LP, mein Freund. Wo ist der mit der wirklich hervorragenden Frisur, ne? Ja. Dann gehen wir raus. Wir schicken derzeit echt viel raus. Muss ich schon sagen. Damit kriegen wir bestimmt richtig viele Kronkorken, die wir auch dringend brauchen. So. Ja, es ist auf jeden Fall Platz für ein paar Enkel und mal gucken, wer die Namen morgen bekommen wird. Morgen werden wir sie benennen. Und wir machen heute mal noch ein bisschen Tempomodus. Gut, machen wir es hier. 1 Minute 39, scheiß drauf. Kann ich drauf verzichten. Die sind doch gerade alle gestorben, ne? Das ist ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen bis 45% und das war's. Ich weiß nicht, wieso ich jedes Mal in die Richtung gucke, wenn ich in die Kamera gucken möchte. Vielleicht sollte ich meine Kamera einfach da positionieren. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. So, okay. Einmal noch. Drückt mir die Daumen. Hallo? Das letzte Mal. Oh, das war scheiße. Nee, doch nicht. Hat gepasst. Das stimmt, wir werden schon überfüllt. Das war jetzt scheiße, dass wir die eingesammelt haben, oder? Nee, alles gut, alles gut. So. Jemand, der gut drauf ist und ins Ödland möchte? Gordon Freeman zum Beispiel? Ibrahim, mein Freund, du warst bestimmt lange nicht mehr draußen, ne? Komm mal her. Das ging schnell. Ich hoffe, es ist niemand schwanger geworden dabei. Name Zero, der zweite. Oh, 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 oh. Das heißt, wir sind jetzt schon bei der dritten Generation der Zero-Dynastie. Ha! So, ups, das war falsch. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich hätten wir auch bis der Handys losschicken können, ne? Gut, dann wären sie bis heute immer noch nicht zurückgekehrt, aber wir hätten sie losschicken können. So, der nächste bitte. Das wäre auf jeden Fall Kabuki-Mann. Du wolltest ja sowieso raus, habe ich gehört in den Kommentaren. Komm. So. ...25 und 10. Gut. Machen wir doch mal ein bisschen Tempomodus und beenden dann die Folge. Also wir schicken nach dem Tempomodus auf jeden Fall noch ein, zwei Ödländer raus, ne? Bin ich auch. Ich habe schon wieder reingeguckt. Das liegt daran, dass beim Stream mein Chat mal da hinten ist und wenn ich mit euch rede, gucke ich ja da in die Richtung. Also sollte ich in die Richtung gucken, dann fühlt euch einfach von mir angesprochen. Kakerlaken. Gut, nicht weiter schlimm. Kann ich mit leben. Wir sollten ein bisschen Zeit verschwenden. Kurz nochmal alles einsammeln. Obwohl, das läuft recht gut. Mehr brauchen wir derzeit eigentlich gar nicht. Finde ich gut. Sehr schön. Und schon wieder 2000 Kronkorken. So. Ich wollte nur den Strom einsammeln. Das wollte ich nicht machen. Alter, willst du mich verarschen, Spiel? Dankeschön. Gut oder schlecht, wie man das so sehen will. Hm. Ach, shit. Ja, Freunde, Grog ist online. Guckt euch den Stream an. Vielleicht sollte ich die Benachrichtigung komplett ausstellen. Scheiße, nein, ich will mein Geld behalten. Scheiße auf Stimpacks. Haben sie alle überlebt? Eine Sekunde Delay, das ist ein bisschen crazy in meinem Kopf. Aber gut. So, gut, schicken wir jetzt alle los. Wir machen keinen Tempomodus mehr. Das wäre ein bisschen zu riskanto. Mundo. Wir nehmen stattdessen
Ibrahim, wollte ich dich nicht losschicken? Du wolltest losgehen. Toll. Dankeschön, dass meine Stimpaks verbuggt sind. Klasse. Das war bestimmt wegen dem Kakerlakenangriff. Gott, ist das störend, dass das so ein fettes Delay hat. Krass. Ich hoffe, das leckt nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. So, wir gehen mal kurz zu Sohn Zero. Der nächste auf der Liste wäre Malkaf, deswegen nenne ich dich einfach mal nach meinem Sohn. Das wollte ich ja sowieso sein. Malkaf. Ich hoffe, du wurdest so geschrieben. Ansonsten werde ich es morgen ändern, weil ich habe jetzt gerade die Liste nicht offen. So, Ütländeres. Kabuki-Mann. Der ist auch nicht losgezogen. Oh, das gibt's doch nicht. Diese dreckigen Bugs, ne? Wir haben 50, ich glaube, wir haben 50 Stimpaks verloren dadurch. Ja, wir haben 50 Stimpaks dadurch verloren. Einfach weggebackt. Scheiße. Gut, shit happens, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und hoffentlich ist meine Internetverbindung morgen am Montag vielleicht ein bisschen besser. Wobei, eigentlich gar nicht. Ich muss ja heute Abend dafür aufnehmen. Ha, habe ich ganz vergessen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.